Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu AirPod CEO auf jeden Fall nicht, Captain of Industries. In der letzten Folge haben wir angefangen, hier das endlich weiterzumachen, unser kleines Projekt hier. Jetzt fängt ihr hier an, die Türme schon zu bauen. Ihr solltet vielleicht mehr als die rechtlichen Anschlüsse machen. Da sind die nicht immer mit Kohle versorgt, aber denen fehlt immer noch das Frischwasser. Ich frage mich nicht, ob ich jetzt erstmal dann sagen soll, okay, ich mache hier einen Abschluss rein sozusagen und setze hier hin. Warte, Tanks sind hier. Aktuell ist hier noch flüssiges Wasser, bevor es zu Gas wird. Und dadurch, dass ich es aufteile, will ich hier zwei Tanks machen, die für jeweils eins von den Dingern sozusagen arbeitet und dann sich sonst hinzufügen lässt. So. Habe ich irgendwas schon wieder ausgeschaltet? Ja, F. So, okay. So. Weil die Kohle muss natürlich auch noch da rein, ne? Nein. Ah. Ah, ich habe R gedrückt wahrscheinlich, ne? Hauptsache es funktioniert am Ende. So. Schauen wir mal. Ob das sich was bringt oder nicht. Also ganz ehrlich, der Tank ist unnötig. Also sind beide Tanks eigentlich unnötig. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das am besten zurückführe. Ich muss das dann hier irgendwie wieder einspritzen, quasi. Haben wir noch nicht mal das fertig gebaut. Warum? Weil zwei stufig Ding fehlt. Wir haben keinen der Wasseranschlüsse fertig, Leute. Keinen. Wie kann das sein? Warum? Es fehlt dem Eisen. Eisen müssten wir doch auf Lager haben mittlerweile. So. Na komm, verwertet es wieder.
Macht was draus. Jetzt fängt er wieder an zu arbeiten. Schön. Aber auch nur dreimal, dann ist es wieder voll. Kann ich die in der P... Ja, schau mal. Jetzt könnten wir rein theoretisch... Hier schon mal sagen, mach das fertig. Dann mach den Anschluss fertig. Der kriegt die erste Maschine schon mal. Salzwasser. Hier läuft jetzt frisches Wasser rein. Wenn ich dann hier die Rohrleitungen fertig mache, sollte diese Anlage komplett in Betrieb oder die Seite der Anlage in Betrieb gehen schon mal. Alle produzieren. Die Rohre sind gleich voll. Die 15 braucht allein für da drüben. Es ist eine kleine Sache, aber sie braucht halt trotzdem ewig lang, ne? Aber wenn es halt fertig ist, dann haben wir einen Vorteil wieder. Rein theoretisch ist die Hardcore-Wasserproduktion jetzt hier. Kohle buddelt auch ihr tiefes Loch jetzt. No, Kupfer ist wieder ausgegangen an Places. Jetzt produzieren wir schon wieder kein Kupfer. Ach, schau mal, der Radius hat nicht gepasst. Okay. Bereich editieren. Dann hier noch zur Verstärkung fürs erste Mal hin. Tun wir Kupfer noch anheben. Die Eisenvorräte sind halt echt problematisch. Aktuell. Aber jetzt schau an. Wir produzieren zum ersten Mal wirklich gescheit wieder Konstruktionsteile. 29 auf Lager, das ist eine gute Zahl. Das ist echt eine gute Zahl. Jetzt müssen sie bloß schauen, dass sie den ganzen Scheiß vorankriegen. Weil die bauen gleich jetzt jeden anderen kleinen Scheiß hier erstmal fertig. Bevor irgendwas hier weitergemacht wird, wirklich. Aber okay, ja. Kann man auch so machen. Was kann ich eigentlich alles in so einem Druckbehälter lagern? Liegt da Druck auch drin? Nee, Druck kann ich nicht lagern. Also einen kleinen Druckbehälter kann ich daraus leider nicht machen. So. Ich finde schön, wie der Schutt hier hingeliefert wird. Nahrung, oh, Nahrung schaut toll aus mittlerweile. Auch wenn die Lager nicht wirklich voll sind, aber die werden immer nachgefüllt, schauen. Das ist gerade Karottenernte, wie es scheint aus. Und gleich kommt noch die Gemüseernte. Was haben die denn drin? Kohle. Wir sind voll mit Kohle? Dann schicken wir noch ein Team in die Kupfermine.
In die Kupfermine, genau. In die Eisenmine. Die produzieren und produzieren schon. Es dauert halt alles, bis wir da sind, wo wir hin müssen. Ach schau, jetzt haben wir das da außenrum auch fertig gemacht. Cool. Alle Anschlüsse sind soweit fertig. Als nächstes kommt der Druck und dann müssen wir mit der Energie gucken. Das ist das Schwungrad, das ist der Generator. Und wir brauchen mindestens eine Hochdruckturbine. Mal schauen, wie wir das am schlauesten jetzt machen. Und das können wir erstmal alles rausnehmen. Der Bereich ist ja fertig. Ah, Schatz. Langsam steigt mal hier die Menge, die wir haben. Das erste Lager einfach mal fertig machen. Dann können die ein bisschen Kohle verbrennen. Ist ja nicht so, als ob wir hier viel schon drin haben. Gummi, bumm voll, perfekt, so wollen wir das. Die haben keine Bäume mehr. Leute, ich gebe euch jetzt einfach den ganzen Bereich hier in Auftrag. Macht was draus. Dann kann ich nicht nur nachher die Nahrungsbearbeitung hier hinsetzen. Obwohl ich jetzt natürlich immer noch wieder schöne Plätze, wo man sagen könnte, man macht Nahrung hin. Ich setze jetzt zum Beispiel das mal nach oben. Fehlende Materialien, okay. Eisen ist immer noch sehr, sehr knapp, wenn man sich so anschaut, ne? Obwohl die Dinger eigentlich fast schon durchlaufen die ganze Zeit. Das könnte auch gerade daran liegen, dass wir alles nachproduzieren müssen, was wir benötigen. Dass die natürlich dann sagen, okay, hey, schaut her, ihr braucht das noch ein Tint her. So, der erste Dampfkessel wäre soweit fertig. Der erste Dampfkessel wäre fertig. Das ist ja der Wahnsinn. Schau dir das an. Ne, es wird aber schon. Ah, jetzt ist der nächste fertig. Guck an. Und die fangen jetzt an, langsam Stück für Stück die herzurichten. Da würde ich mich freuen, wenn ihr den anderen Tank auch noch herrichtet. Weil das einfach gerade dementsprechend praktisch, aber es ist natürlich auch gut, wenn die das hier richten. Weil wir dann einfach Platz kriegen, hier die Energiegeneratoren hinzubauen. Gibt es hier nicht einen Planmodus vielleicht auch, wie ein AirPod CEO? Nee. Ebenen? Achso, das sind die Ebenen. Genau, wir haben hier das Wasservorkommen, hier haben wir noch ein riesiges Eisenvorkommen, was wir noch nicht mal angefangen haben anzutatschen. Das ist, warte mal, was ist denn das? Das ist alles Kohle. Das ist ein riesiger Strip Kohle. Noch ein bisschen Öl. Hier haben wir Kalkstein, schaut nach dem aus. Kupfererz.
Hinten hätten wir noch einen Wasservorrat. Sand hätten wir natürlich hier auch noch massig. Ne, schaut gut aus. Das Grundwasser ist halt gut gelegt. Wenn wir schon. Ja, ich glaube, ich habe es bis zur Grenze einfach jetzt zugebaut quasi. Und ich würde gern schauen, dass wir hier vielleicht die Energiegeneratoren reinsetzen. Dann hier Dampf und Druck nach drüben leiten können. Und vielleicht dafür wieder Öl zurück. Auf irgendeine Weise. Jetzt hat der nächste hier Druck. Gut. Das Problem ist natürlich dadurch, dass wir aktuell so im Hinterherhängen so ein bisschen sind. Dauert das alles ein bisschen. Ich muss mal gucken. Dass wir hier einigermaßen was machen können. So, das ist jetzt der Plan. Worum die sich fürs nächste kümmern sollen. Schauen wir, wie die damit zurechtkommen, weil Kupfer muss jetzt natürlich erst nachgeliefert werden. Ich habe wohl echt geschafft, die Kupferfabrik erstmal anzuhalten. Oh, 31 schon. Ne, das haben sie fertig gebaut. Cool. Also eine Hochdruckanlage, die muss natürlich hier hinstellen. Wenn wir jetzt mal hier anfangen. Hier geht die Energie raus. Sagen wir, wir fangen ganz hinten mit der hintersten Anlage an. Dann geht hier Energie rein. Dann als erstes ein Schwungrad. Dann zwei Generatoren. Wieder so eins. Und dann nochmal dasselbe. Das wäre so mal meine erste Idee. Und das Ganze mindestens mal zwei. Ich glaube, damit würden wir dann richtig gut fahren. Das sind jetzt sozusagen die Schwungräder. Und ich hoffe halt, dass das funktioniert, wenn wir das so machen. Ist halt aneinander geknüppelt. Bedeutet, der kriegt nur die Restenergie von ihm hier ab. Die Frage ist, wie viel ist es am Ende und alles drum und dran. Das ist halt noch alles ein bisschen dann complicateder zum Überlegen. Und der kann bis zu 500 kW produzieren. Oder die zwei könnten eigentlich fast 2 Megawatt produzieren. Was uns komplett unabhängig machen würde von der Ölproduktion hier. Und hier müssen wir dann die Produktionspriorität. So, Priorität bei der Stromerzeugung. Bei einem Stromüberschuss erzeugt ein Generator mit hoher Priorität einer niedrigen Zahl Strom, während die Generatoren mit niedriger Priorität in Bereitschaft bleiben. Je niedriger die Zahl, desto höher ist die Priorität. Weil wir stellen die auf 15. Aber wie gesagt, das sind Priorität-Dinge. Warte mal, ich habe jetzt gerade umgestellt, dich hier, ne? Gut. Die sollen nur im Backup feuern. Wirklich nur im Backup, mehr nicht. Für den Rest ist die restliche Anlage zuständig. Ja, sie sind stark ausgelastet. Sie bauen auch gerade eine fette Fabrik auf. Ich weiß nicht, was sie sich erwarten. Ich würde hier auch wieder zwei Rohre machen. Wo dann jeweils ein kleiner Abhang beide in das hier gehen, die dann nach oben und dann hier rumfahren. Vielleicht können wir dann da vorne einen Dampf umwandeln oder verwerten direkt noch. Vielleicht können wir hier dann auch in Zukunft noch eine eigene Dampfanlage einbauen.
Wie gesagt, fürs Erste soll hier unsere Energie für die Zukunft herkommen. 2 Megawatt wäre natürlich eine super Produktionsleistung fürs Erste. Aber ja. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge stellen wir das Ganze dann fertig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.